Ja, ich freue mich sehr, jetzt zu unserem nächsten Speaker zu kommen. Das ist nämlich sozusagen jemand aus dem eigenen Haus, Professor Dr. Christian Geiger, ist mittlerweile Dozent am Institut Public Sector Transformation an der BFH und davor Chief Digital Officer bei der Stadt St. Gallen, also auch einen sehr breiten Erfahrungsschatz, den du heute hier mitbringst. Du wirst jetzt zu uns sprechen aus einer intellektuellen, wissenschaftlichen Perspektive und einen relativ breiten, also gemäß dem Text, den ihr ja auch auf der Webseite lesen konntet, einen ziemlich breiten, wie soll ich sagen, Abriss machen des Themas. Ich bin schon sehr gespannt, was da alles auf uns zukommt und ich bin sicher, wir können dann diese theoretischen, vielleicht auch dieses Framework auch direkt auf die nächsten Inputs anwenden. Vielen herzlichen Dank und wir sind sehr gespannt. Danke dir, Florina, für die Einmoderation. Ja, dieser teilweise praktische, aber vor allem auch wissenschaftliche Hintergrund ist, glaube ich, ein interessanter Perspektivenwechsel. Wir hatten jetzt den Perspektivenwechsel. Geht's? Wir hatten jetzt den Perspektivenwechsel in Richtung der Politik und jetzt haben wir den Perspektivenwechsel wieder in Richtung Wissenschaft. Wenn wir ein bisschen zurückblicken und wir uns über den Service Public eigentlich Gedanken machen, dann können wir in die Bundesverfassung schauen, 1848, wo das erste Mal eigentlich über das Thema Postdienst, ein Postdepartement gesprochen wurde und dann die Schweizer Post zum 1. Januar 1849 die Arbeit aufgenommen hat. 1874 dann Telegrafie als Bundesaufgabe, 1878 das Telefon als Bundesaufgabe. Da kommen wir eigentlich her als Staat. Das Ganze findet sich aber durchaus auch noch in der heutigen Bundesverfassung. Sie sehen auf der rechten Seite natürlich den historischen Abriss, unten eher die digitale Version, das digitale Pendant, das man auch als offene Daten bekommt. Und auch da ist das Post- und Fernmeldewesen vorhanden. Wir haben jetzt, gehen wir ein bisschen in die nähere Vergangenheit, 2004 einen Bericht des Bundesrates gehabt, der definiert hat, was bedeutet eigentlich der Service Public, über den wir reden. Er umfasst die politisch definierte Grundversorgung mit Infrastrukturgütern und Dienstleistungen. Das ist noch wichtig. Also Dienstleistungen werden da inkludiert, welche für alle Bevölkerungsschichten und Regionen des Landes nach gleichen Grundsätzen in guter Qualität zur Verfügung gestellt werden. Beim UVEC fehlt mittlerweile das nach gleichen Grundsätzen, wenn man heute auf die Internetseite schaut. Das ist aber, wie gesagt, der Bericht von 2004. Und es wird auch ein Abriss darüber gegeben, welche Sparten eigentlich dazugehören. Für uns stellt sich dann natürlich die Frage, regelt der Service Public die Grundversorgung im digitalen Bereich oder geht es auch um digitale Lösungen bei der Grundversorgung? Also stehen Endverbraucher im Mittelpunkt oder stehen auch Unternehmen im Mittelpunkt und wie haben sich die Inhalte und Anforderungen im Service Public eigentlich verändert? Theoretisch gesehen kann man dann unterscheiden zwischen einem digitalisierten Service Public und einem digitalen Service Public. Bei dem einen geht es um Dienstleistungen, bei dem anderen um Infrastruktur, um Hardware. Und entsprechend haben wir eigentlich unterschiedliche Fragestellungen, die wir an den Service Public dann auch stellen müssen. Nämlich auf der einen Seite, wie verändert sich der Service Public für die Grundversorger? Also wie müssen sich auch eine Post, eine SBB, eine SAG oder eine Swisscom verändern und wie setzen Sie diese digitalen Möglichkeiten ein? Auf der anderen Seite geht es aber auch um die Themen, die wir heute Morgen schon vom Daniel Markwalder gehört haben, wenn es ums MBAG geht, welche Grundversorgung soll der Staat in Zukunft eigentlich für eine digitale Infrastruktur erbringen? Also eigentlich auch die ganze Digitalpolitik im weiteren Sinne, also wie findet eine Erweiterung auch von den Dienstleistungen statt? Das ist ein KI-generiertes Bild, das sieht man, das eigentlich auch die Komplexität gut darstellt, in welche Sektoren Service Public geht. Wenn man in den Bund schaut, dann hat man eine reduzierte Wahrnehmung. Wenn man dann aber in die Kommunen geht, wenn man in die Gemeinden geht, in die Kantone, dann gehört nicht nur eine allgemeine Verwaltung dazu, es gehört auch das ganze Thema Kommunikation dazu, es gehört Transport dazu, es gehört Energie dazu, Gesundheit, Bildung, Abfallentsorgung. Aber auch die Medien. Also wenn wir uns jetzt diskutieren über bestimmte Themen, was ist wahr, was sind Fake News, dann gehören Daten, Informationen, Wissen
und der Zugang zu diesen Informationen und zum Wissen auch zum Servicepublik. Das heißt, wir arbeiten eigentlich in unterschiedlichen Dimensionen in Bezug auf die Grundversorgung. Wir haben eine normative Dimension, dass das Gesetz oder die Politik definiert, was eigentlich zur Grundversorgung gehört. Wir haben eine zeitliche Dimension, wo es um die Bedürfnisse der Bevölkerung geht, wie auch der Unternehmen, die auch nicht immer konstant sind oder die sich verändern. Es geht um die Zugänglichkeit, also eine staatspolitische Dimension, weil im ganzen Land, in allen Landesgegenden flächendeckend die Services erbracht werden müssen. Es geht um die Qualität, eine qualitative Dimension, dass die Services den Gesetzen und Verordnungen entsprechend auch erbracht werden müssen und natürlich auch um den Preis, dass sie erschwinglich sein müssen. Aber das Servicepublik unterliegt natürlich dem Wandel. Die greifbaren Services, die Sie links sehen, die sind in einer anderen Zeit geboren als die Services im digitalen Bereich, die Sie rechts sehen. Im Bereich Preis, Qualität finden Veränderungen statt. Wir müssen eigentlich die Frage auch stellen, ist da der Staat ein Erbringer von Leistungen? Oder ist er ein Gewährleister von Leistungen? Also, wie soll dieses Versorgungsniveau politisch definiert werden? Wir haben Veränderungen in Bezug auf die Bevölkerung. Das ist die Grundlage, deswegen auch hier im Hintergrund dargestellt. Wir haben Herausforderungen, die Bevölkerung an die Verwaltung adressiert. Einen gewissen Kostendruck, Finanzdruck. Wir haben vorhin schon gehört, wie teuer die ganzen digitalen Projekte sind. Machen Sie mal eine Vollkostenrechnung. Das ist ja nur das, was auf dem Papier steht, jetzt, was mitgeschrieben wird. Wir haben aber auch die Diskussion, dass sich Anforderungen beispielsweise von einer physischen Sicherheit zu einem ökonomischen Wohlstand verändern bei der Bevölkerung. Und wir müssen als Staat auch die Resilienz sicherstellen, damit wir als Staat handlungsfähig bleiben und aktiv sind. Die Rolle des Staates, ich habe es gerade schon angetönt, sind wir Regulator, sind wir Leistungsersteller, sind wir Besteller, sind wir Sichersteller? Geht es um Subventionen? Machen wir oder kaufen wir Leistungen? Die Produkte ändern sich ebenfalls. Es geht bei dem Service Public um ein Unbundling von Leistungen, wenn man sich die bundesnahen Betriebe anschaut, wenn man sich Energieversorger beispielsweise anschaut. Es geht um die Vernetzung von Produkten und es geht um Netzwerkprodukte. Und digitale Produkte sorgen dafür, dass das, was Sie früher mal in der Hochschule gelernt haben, vielleicht zum Thema Gütertheorie, also was sind private Güter, was sind Allgemeingüter, was sind Clubgüter, dass das neu definiert werden muss oder überdacht werden muss, in welchem Bereich ist da der Staat unterwegs. Es geht aber auch um die Organisation von Verwaltung. Wir haben es vorhin schon gehört, ist denn die Verwaltung optimal organisiert, wenn es um die Bereitstellung und um die Bestellung von solchen Gütern von einem Service Public geht? Wie verändert der sich? Ich glaube, ein schönes Beispiel, man kann die Musik nehmen als Beispiel. Früher analog auf der Schallplatte, später auf CD digitalisiert. Dann haben sich die Kaufprozesse geändert, das heißt, wir konnten Musik kaufen, in einem Apple Store beispielsweise. Und dann hat sich das ganze Geschäftsmodell verändert, siehe Spotify oder Tidal. Das Ganze können wir uns eigentlich auch fürs Thema Service Public denken, von analogen Leistungen zu digitalen Leistungen. Dann ändern wir den Prozess und ganz am Ende erst haben wir eigentlich die digitale Transformation, wenn wir uns das Geschäftsmodell nochmal überlegen, ob das denn so noch gültig ist. Das heißt, das, was wir vorhin diskutiert haben, zu einem analogen Service Public, wie wir ihn kennen, von früher, hin über einen digitalisierten Service Public, über einen digitalen Service Public, muss eigentlich darin münden, dass eben
diese Handlungsnotwendigkeit im Bereich der digitalen Services da ist, aber auch im Bereich der Werkzeuge. Wir haben also, ich habe es jetzt mal in der Arbeitsversion Service Public X.0 genannt. Also wir verändern eigentlich grundlegend das Verständnis über den Service Public des Staates. Wenn wir uns das Thema der Smart City anschauen, dann ist das nichts ganz Neues. Wir haben auf der Ebene ganz unten stehend die physischen Strukturen, das, was wir eigentlich im Grunde sehr häufig als Service Public verstehen, also eine Schiene oder auch ein Spital. Wir haben dann die Werkzeuge, die digitalen, auf der mittleren Ebene und auf der obersten Ebene die Services, die am Ende bei den Kundinnen und bei den Kunden ankommen. Das Ganze sollte natürlich menschzentriert umgesetzt werden. Ein kurzer Hinweis nur, Sie wissen ja, in meiner Historie taucht auch St. Gallen auf. Kuno Schädler, Kollege an der HSG, hatte sich Gedanken gemacht, wie können eigentlich die Service-Modelle sich verändern, wenn ich Dienstleistungen erbringe. Also wie müsste ich eigentlich heutzutage als Verwaltung meine Dienstleistung möglicherweise finanzieren? Könnte ich sie in Public-Private Partnerships, in anderen Modellen erbringen? Das sind sehr spannende Denkansätze. Für uns stellt sich dann die Frage natürlich, wie viel Privatisierung des öffentlichen Raums lassen wir eigentlich zu? Und wo mischt sich der Staat in die Privatwirtschaft ein? Da haben wir nachher noch ein paar Beispiele. Eines, das mir geblieben ist, ich habe in Friedrichshafen an der Zeppelin-Universität studiert. Das waren Kommilitonen, die geklagt haben gegen die Deutsche Bahn 2011, gegen ein Gesetz von 1935, wo es um Personenbeförderung ging, wo es um ein Monopol der Deutschen Bahn ging, dass keine Fernbusse fahren dürfen. Das heißt, manche althergebrachten Denkweisen sind zu überdenken. Das ist mir dann wieder begegnet 2019, als ich auf dem Smart City Forum in Kiew war. Es war damals organisiert von Herrn Klitschko, Oberbürgermeister der Stadt Kiew. Wir hatten einen Hackathon in Zusammenarbeit mit Uber gemacht, hatten ihnen Transportdaten gegeben und haben sich Gedanken gemacht, wie könnte in Zukunft eigentlich öffentlicher Verkehr in Kiew aussehen. Und da verändert sich das Service Public radikal, weil sie keine Busverbindungen haben, weil praktisch ein Cherrypicking dann stattfinden kann, dass die hochprofitablen, die Linien, die ein Uber dort anbieten könnte, eigentlich diesen Grundversorgungsauftrag und eine gewisse Quersubventionierung, sage ich jetzt einmal, die im Staat stattfinden kann, auch dadurch nicht mehr stattfinden kann. Das heißt also, es hätten Gewinne privatisiert werden können und Risiken und Kosten wären durch die Allgemeinheit getragen worden. Ich bin gespannt. Wir werden nachher sicherlich auch noch von Gary Balmer, vom BAV noch einiges hören, wie sich die Lösungsansätze hier in der Schweiz mit Modi auf solche Themen auswirken, wenn es um die Mobilität geht. Daten als Ressource, ich sage extra nicht Öl, weil Öl wird verbraucht, Daten werden nicht verbraucht. Daten als Ressource sind elementar. Das heißt, wir müssen sicherlich die Datenräume und die Aktivitäten auf europäischer Ebene sehr gut beobachten. Wir müssen schauen, wie wir vertrauensfähige Infrastrukturen schaffen. Ein Beispiel ist die Swiss-ID bzw. die E-ID. Wo es darum geht, wie schaffen wir auch Vertrauen in einen Service Public. Wenn das Vertrauen da ist, dann wird es sicherlich auch kein Problem an Urnen geben. Als St. Galler, der im Moment kein Glasfaser hier in Bolligen hat, kann ich mich noch daran erinnern, dass die Stadtwerke die Stadt mit 99,6% Breitbandversorgung verkabelt haben. Vorteil war, es lag nicht ein Faserkabel in jede Wohnung, sondern vier plus eine Gebäudefaser. Das heißt, eine dauerbeleuchtet durch die Swisscom und eine, auf der sich der komplette Markt auf einer unbeleuchteten Faser praktisch innovativ mit guten Serviceangeboten positionieren konnte.
Das heißt, die Schiene im digitalen Bereich, die wurde als Service Public bereitgestellt, aber eigentlich die Leistung darauf, das Rollmaterial, würde jetzt der Kollege Decker sagen, das kann dann im Wettbewerb erfolgen. Es führt aber auch zu Situationen, wenn jeder innovativ ist, dass wir an bestimmten Orten auch vielleicht drei Sensoriknetze, drei LoRa-Netze haben. Beispielsweise ein Swisscom-Netz, eines der Stadtwerke, sei es in Zürich, sei es in St. Gallen, in anderen Städten auch. Und ein The Things Network, Community-gebildetes Netz. Ich überlasse Ihnen zu entscheiden, welches die besten Lösungen sind. Und wir haben natürlich verschiedene ergänzende Services aus den Unternehmen, die eigentlich direkt aus dem Service Public kommen, was ich sehr gut finde, weil es die Innovation natürlich fördert. Wir haben ein SBB, das sich um Immobilien kümmert. Wir haben eine Post, die in den Mobilfunk eingestiegen ist. Wir haben eine Swisscom, die Innovationslabore vorantreibt. Beispielsweise auch ein A-Sport-Streaming-Angebot für Breitensport. Und eine Post, die im Bereich Digitalfragen die Leute beraten kann. Das zahlt sicherlich auf die Ziele einer digitalen Gesellschaft, einer Digital Literacy, einer Data Literacy sehr stark ein. Wir befinden uns aber immer, wenn wir über Service Public reden, in einem gewissen Konflikt zwischen Innovation und Grundauftrag. Also wo ist der Staat für Kontinuität verantwortlich und wo muss er sich bewegen? Wir haben bei der Fragestellung, wann wir zukaufen und wann wir es selber machen, eigentlich immer die vier Dimensionen, nämlich was einen hohen Vendor-Login, haben wir heute schon häufiger gehört, was sind relevante Querschnittsservices, wo habe ich besondere Datenschutz-, Sicherheitsbedürfnisse, Trust-Erfordernisse und wo habe ich diesen Vertrauensbedarf. Kommen wir zu den Folgen. Wir müssen auch im Service Public in neuen, Klammer auf, Klammer zu, digitalen Geschäftsmodellen denken. Wir müssen uns überlegen, was sind für uns die neuen kritischen Infrastrukturen? Auch der Hinweis auf digitale Souveränität, das ist vorhin in der Diskussion kurz angeklungen. Die Frage auch, welches Serviceversprechen geben wir der einzelnen Bevölkerung auch als staatliche Unternehmen? Und eigentlich auch nochmal als Staat auch die Gütertheorie überdenken. Dann das angetönte Digital und Data Literacy, die zu erhöhen, einen anderen Umgang in Daten, in der Verwaltung ermöglichen. Das heißt, das Know-how muss auch in der Verwaltung zu dem Thema Daten da sein. Weil nur wenn ich über etwas Bescheid weiß, dann kann ich das auch managen. Fragen Sie mich nicht meine persönliche Meinung zum Thema Datenmanagement in den Verwaltungen, aber wir arbeiten dran. Einen Zugang zu Open Government Data sicherstellen. Wie gesagt, Daten sind die Ressource. Ich glaube, wir haben uns gestern nicht nur über Customer Journeys unterhalten und über was darf der Staat versus was kann der Staat, sondern auch über beispielsweise Modi. Hoffen wir, dass wir diese Plattform mit entsprechenden Daten auch ausstatten können, dass die Mehrwerte von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gesehen werden, dass Daten auch sekundär genutzt werden können, wenn sie einmal da sind und natürlich die föderale Zusammenarbeit, dass dieses Gesamtbild eines Service Public, eines gemeinschaftlichen Service Public existent ist. Wir haben natürlich im Bereich Governance dann entsprechend auch, wenn ich über den Föderalismus rede, Herausforderungen. Es geht um Lenkungsmöglichkeiten, es geht um Schnittstellenstandards, es geht um das MBAG, das auf Achtung kantonaler Ebene sicherlich auch spannend wäre. Es geht um quelloffene Lösungen, das haben wir heute mit Open Source schon ausreichend gehört, und den Wettbewerb im Zugang zu den Daten. Was sind die Takeaways, die Sie mitnehmen können? Das eine ist, es geht um das, beim Service Public geht es um das Gemeinwohl, es geht um den Public Value, der entsprechend dargestellt werden soll. Es geht darum, Digitalisierung nachhaltig zu denken, also nicht kurzfristige Strohfeuer zu machen. Es geht darum, Innovation und Kontinuität zu vereinbaren.
die Sicherheit und den Wettbewerb sicherzustellen, also dass wir nicht nur in Monopolen unterwegs sind und natürlich auch den Menschen in den Mittelpunkt stellen. An der Stelle einen ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Diskussion. Applaus